Heute sind wir in Rötenbach an der Pegnitz und wir haben heute geplant, Masken zu verteilen an die Bevölkerung. Die Sparkasse Nürnberg und der 1. FC Nürnberg betreiben ja seit gut einem Jahr eine sogenannte Community-Partnerschaft. Und in diesem Zusammenhang wurde eben dann im Rahmen der Corona-Pandemie die Maske entwickelt, um eben Gutes zu tun für die Bevölkerung. Als Sparkasse sind wir natürlich Teil der Gesellschaft, Teil der Gemeinschaft. Insofern ist es natürlich für uns wesentlich, dass wir eben uns vor Ort engagieren und eben wirklich auch gucken, was bewegt die Bürger, was ist wichtig für die Gesellschaft vor Ort. Neben einigen meiner Mitarbeitern sind auch einige Prominente mit an Bord. Ich bin heute hier, weil es nach wie vor wichtig ist, Masken zu tragen, Abstand zu halten und auf die Hygienevorschriften zu achten. Und da kommt natürlich so Aktionen wie mit dem FC Nürnberg und mit der Sparkasse gelegen. Und darum habe ich mich auch bemüht, diese Aktion heute nach Rötenbach zu holen. Ja, die Sparkasse und der Club haben sich natürlich wieder was einfallen lassen. Ja, man sieht ja, ist eine besondere Maske. Ich finde ja, sie ist leicht zu tragen. Sie ist angenehm zu tragen, das ist ja auch nicht so unwichtig. Und deswegen kann ich es auch beruhigt den Leuten hier weitergeben. Wir wollen auch mit der Aktion zeigen, dass man die Maske mit Stolz tragen kann. Man leistet hier einen Beitrag für das Wohl der Gemeinschaft. Also die Rückmeldungen waren jetzt sehr positiv. Die Leute freuen sich ja immer über irgendwas, was man geschenkt bekommt. Aber ich finde, es ist schon sehr, sehr sinnvoll und sieht auch noch gut aus. Also von daher haben wir doch eine gute Aktion hier zusammen gestartet.